Heute geht es um das Anschließen einer gewöhnlichen Decken- oder Wandlampe an das ganz normale 230-Volt-Netz. Das brauchen wir dazu. Einen isolierten Schraubendreher, einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine isolierte Zange, einen zweipoligen Spannungsprüfer, zwei Schrauben, eine Lüsterklemme, eine Lampe mit Gehäuse und Fassung und natürlich den passenden Leuchtkörper. Eigentlich dürfen solche Installationen nur von Fachpersonal vorgenommen werden. Deswegen seht das Video bitte als ein Demonstrationsvideo an. Wer es trotzdem wagt, so wie ich, tut es auf eigene Gefahr. Mit einem sogenannten zweipoligen Spannungsprüfer kann man messen, ob Strom auf der Leitung ist. Das hier ist zwar ein etwas älteres Teil, aber wie ihr im Test in der Steckdose seht, funktioniert er einwandfrei und zeigt 230 Volt an. Das Licht an dieser Seite brennt, das sagt uns, links ist die Phase. Ganz wichtig, als erstes muss man die zum Anschluss gehörende Sicherung ausschalten. Die Baustelle muss also unbedingt vom Netz getrennt sein, bevor man mit der Arbeit beginnt. Hier soll die Lampe hin. Die drei Kabel, die aus der Wand kommen, haben drei Farbkodierungen. Der braune, manchmal auch schwarze Draht ist der Leiter oder auch Phase genannt. Er hat das Bezeichnungskürzel L. Der blaue, manchmal auch graue, heißt Neutralleiter und hat das Kürzel N. Der grün-gelbe Draht ist der Schutzleiter mit dem Bezeichnungskürzel PE, heißt Protection Earth. Dieser Draht muss bei Decken- und Wandlampen nur angeschlossen werden, wenn es sich um ein Metallgehäuse handelt. Wenn ich nun zwischen den beiden Drähten braun und blau messe, darf keine Spannung mehr anliegen. Sollte das trotzdem der Fall sein, stimmt was mit eurer Verdrahtung nicht. Ihr solltet dann unbedingt professionelle Hilfe zu Rate ziehen und eure Arbeit sofort einstellen. Aber hier bei mir ist ja alles gut. Als zusätzliche Sicherheit schalte ich den Lichtschalter auch noch aus. Die beiden Löcher und die Dübel sind schon in der Wand. Nun fädle ich das Kabel durch den Durchlass des Lampengehäuses und schraube es fest. In das eine Ende der Lüsterklemme wird der blaue und in das andere der braune Draht geschraubt. Ich habe hier leider eine etwas ältere Lampe mit zwei weißen Anschlussdrähten. Deswegen musste ich messen, welche der beiden zum Mittelkontakt führt. Genau daran ist unbedingt der braune Draht, also die Phase, anzuschließen. Der übrig gebliebene grün-gelbe Draht kommt jetzt noch an das Metallgehäuse. Wenn ihr euch an diese Regeln haltet, kann eigentlich nichts passieren. Vertauscht man Phase und Nullleiter, wird die Leuchte zwar auch brennen, es kann aber böse enden. Wenn zum Beispiel mal der Leuchtkörper kaputt geht und ihr ihn bei eingeschaltetem Lichtschalter rausschraubt, kann es passieren, dass ihr dabei die Fassung berührt und dann einen herben Stromschlag bekommt. Also bitte merkt euch, die Phase muss immer an den Mittelkontakt der Fassung angeschlossen werden. Heute haben die Hersteller der Lampen die Verpflichtung, genau diesen Mittelkontakt mit einem braunen oder schwarzen Draht zu versehen, sodass genau das nicht passieren kann. Yeah! Aber ihr lieben Leute, eins muss ich euch zu dieser Sache da nur sagen. Wir haben es ja mit 230 Volt zu tun. Das ist eine lebensgefährliche Angelegenheit, wenn man nur den klitzekleinsten Fehler macht. Also seid besonnen, nehmt eure Birne zusammen, habt Respekt und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Blau, braun, bis zum nächsten Video. Tschüss! Und beim nächsten Mal koche ich euch die berühmten Königsberger Klopse. Selbstverständlich wieder nach Mutternsart. Ein Traum!